Ich habe gerade eine E-Mail von Ruud Persson, dem Autor des Buches Rutherford's Coup, erhalten, in der er mir mitteilte, dass sein langjähriger Freund und Forschungspartner Carl Olof Jonsson am Morgen des 17. April 2023 verstorben ist. Bruder Jonsson wäre im Dezember dieses Jahres 86 Jahre alt geworden. Er hinterlässt seine Frau Gunilla. Ruud erkannte, dass sein Freund Carl ein wahres Kind Gottes war. Als er von seinem Tod erfuhr, rief mich Jim Penton an und sagte: Carl Olof Jonsson war mir ein sehr lieber Freund und ich vermisse ihn schrecklich. Er war ein echter Kämpfer für das wahre Christentum und ein hervorragender Gelehrter. Ich hatte nie die Gelegenheit, selbst mit Carl zu sprechen. Als ich durch die Arbeit an der Vorbereitung der Wiederveröffentlichung seines Buches von ihm erfuhr, hatte sich sein geistiger Zustand bereits verschlechtert. Ich hoffe jedoch sehr, dass ich ihn an dem Tag kennenlernen werde, an dem wir alle zu unserem Herrn gerufen werden. Bruder Jonsson ist vor allem für seine Forschungen über die grundlegendste Lehre des Wachturms bekannt, nämlich die unsichtbare Gegenwart Christi im Jahr 1914, welche sich die leitende Körperschaft nun zunutze macht, um sich absolute Autorität über die Herde der Zeugen Jehovas zu verschaffen. Sein Buch trägt den Titel »Die Zeiten der Heiden neu überdacht«. Es liefert sowohl biblische als auch wissenschaftliche Beweise dafür, dass die gesamte Grundlage der Zeugenlehre von 1914 falsch ist. Diese Lehre beruht ausschließlich auf der Annahme, dass 607 vor Christus das Jahr war, in dem Babylon Israel eroberte und die Juden aus dem Land vertrieb. Wenn du das selbst lesen möchtest, kannst du es in der vierten Auflage in englischer, französischer und deutscher Sprache bestellen. Bruder Jonsson war ein vorbildliches Kind Gottes. Wir täten alle gut daran, seinen Glauben und seinen Mut nachzuahmen, denn er hat alles aufs Spiel gesetzt, um die Wahrheit zu sagen. Dafür wurde er von den Führern der Zeugen Jehovas verleumdet und geschmäht, weil er seine Forschungen nicht für sich behalten wollte, sondern sich aus Liebe zu seinen Brüdern und Schwestern gezwungen sah, sie zu teilen. Er ließ sich von der Drohung, gemieden zu werden, nicht abschrecken, und so können wir die Worte aus Hebräer 12, Vers 3 auf ihn anwenden. Ich lese das aus der Neuen Weltübersetzung vor, denn von allen Ausgaben, die man wählen könnte, trifft diese am meisten vor Ironie angesichts der Umstände. Ja, betrachtet genau den, der von Sündern gegen ihre eigenen Interessen einen solchen Widerspruch erduldete, damit ihr nicht müdet werdet, in euren Seelen ermattet. Hebräer 12, 3. Und so können wir zu Karl sagen: Schlaf, gesegneter Bruder, ruhe in Frieden. Denn unser Herr wird all das Gute, das du in seinem Namen getan hast, nicht vergessen. Das versicherte er uns sogar. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die sagte: Schreibe dies auf, gesegnet sind, die im Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sind gesegnet, denn sie werden ruhen von ihrer schweren Arbeit, denn ihre guten Werke werden ihnen folgen. Offenbarung 14, Vers 13, NLT. Auch wenn Karl nicht mehr unter uns weilt, hat sein Werk Bestand. Und deshalb fordere ich alle Zeugen Jehovas auf, die Beweise für ihre grundlegende Lehre von der Gegenwart Christi im Jahr 1914 zu überprüfen. Wenn das Ja falsch ist, dann ist alles falsch. Wenn Christus 1914 nicht wiederkam, dann hat er 1919 auch keine leitende Körperschaft als treuen und verständigen Sklaven eingesetzt. Das bedeutet, dass die Führung der Organisation auf einer Fälschung beruht. Sie haben einen Putsch inszeniert, eine Machtübernahme. Wenn du etwas aus dem Leben und der Arbeit von Carl Olof Jonsson übernehmen kannst, dann ist es die Entschlossenheit, die Beweise zu prüfen und dir eine eigene Meinung zu bilden. Das ist nicht leicht. Es ist schwer, die Macht des gewohnten Denkens zu überwinden. Ich überlasse jetzt Karl das Reden. Ich lese aus seiner Einleitung mit dem Untertitel »Wie diese Forschung begann« vor. Für einen Zeugen Jehovas ist es daher nicht leicht, die Gültigkeit dieser grundlegenden prophetischen Berechnung in Frage zu stellen. Für viele Gläubige, besonders in einem geschlossenen religiösen System wie der Wachturmorganisation, fungiert das Lehrsystem als eine Art Festung, in der sie Schutz in Form von geistiger und emotionaler Sicherheit suchen können. Wenn ein Teil dieser lehrmäßigen Struktur in Frage gestellt wird,
neigen solche Gläubigen dazu, emotional zu reagieren. Sie nehmen eine defensive Haltung ein, weil sie spüren, dass ihre Festung angegriffen und ihre Sicherheit bedroht ist. Dieser Abwehrmechanismus macht es ihnen sehr schwer, die Argumente zu hören und objektiv zu prüfen. Unbewusst ist ihr Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit für sie wichtiger geworden als ihr Respekt vor der Wahrheit. Hinter diese unter Jehovas Zeugen so verbreitete Abwehrhaltung zu gelangen, um einen offenen, zuhörenden Sinn zu finden, ist äußerst schwierig. Vor allem, wenn ein so grundlegender Grundsatz wie die Chronologie der Zeiten der Heiden infrage gestellt wird. Denn eine solche Infragestellung rüttelt an den Grundfesten des lehrmäßigen Systems der Zeugen und veranlasst deshalb oft Zeugen auf allen Ebenen zu einer aggressiven Abwehrhaltung. Solche Reaktionen habe ich seit 1977 immer wieder erlebt, als ich das Material in diesem Buch zum ersten Mal der leitenden Körperschaft der Zeugen Jehovas vorstellte. Das Jahr 1968 war der Beginn der vorliegenden Studie. Zu dieser Zeit war ich ein Pionier oder Vollzeitprediger der Zeugen Jehovas. Während meines Dienstes forderte mich ein Mann, mit dem ich ein Bibelstudium durchführte, auf, das Datum zu beweisen, dass die Wachturmgesellschaft die Verwüstung Jerusalems durch die Babylonier gewählt hatte, nämlich 607 vor unserer Zeitrechnung. Er wies darauf hin, dass alle Historiker dieses Ereignis etwa 20 Jahre später, entweder 587 oder 586 vor unserer Zeitrechnung, angesetzt hatten. Ich wies darauf hin, dass ihre Datierung sicherlich nur eine Vermutung sei, die auf mangelhaften alten Quellen und Aufzeichnungen beruhe. Wie andere Zeugen nahm ich an, dass die Datierung der Gesellschaft für die Verwüstung Jerusalems auf das Jahr 607 vor unserer Zeitrechnung auf der Bibel beruhte und daher nicht durch diese weltlichen Quellen in Frage gestellt werden konnte. Ich versprach dem Mann jedoch, die Angelegenheiten zu prüfen. Daraufhin begann ich eine Recherche, die sich als weitaus umfangreicher und gründlicher erwies, als ich erwartet hatte. Sie dauerte mehrere Jahre lang, von 1968 bis Ende 1975. Zu diesem Zeitpunkt zwang mich die wachsende Last der Beweise gegen das Datum 607 vor unserer Zeitrechnung widerwillig zu dem Schluss, dass die Wachturmgesellschaft falsch lag. Danach diskutierte ich einige Zeit nach 1975 die Beweise mit einigen engen, forschungsorientierten Freunden. Da keiner von ihnen die durch die von mir gesammelten Daten aufgezeigten Beweise widerlegen konnte, beschloss ich, eine systematisch verfasste Abhandlung über die ganze Frage zu verfassen, die ich an das Hauptbüro der Wachturmgesellschaft in Brooklyn, New York, schicken wollte. Diese Abhandlung wurde 1977 erstellt und an die leitende Körperschaft der Zeugen Jehovas gesandt. Das vorliegende Buch, das sich auf dieses Dokument stützt, wurde im Laufe des Jahres 1981 überarbeitet und erweitert und dann 1983 in einer ersten Auflage veröffentlicht. In den Jahren, die seit 1983 vergangen sind, wurden viele neue Funde und Beobachtungen gemacht, die für das Thema relevant sind, und die wichtigsten davon wurden in den letzten beiden Auflagen eingearbeitet. Die in der ersten Auflage aufgeführten 7 Beweislinien, die gegen das Datum 607 vor unserer Zeitrechnung sprechen, haben sich inzwischen mehr als verdoppelt. Das Buch zeigt weiterhin die Reaktion der leitenden Körperschaft auf Karls Abhandlung, die von der Aufforderung, die Informationen für sich zu behalten und auf Jehova zu warten, bis zu Drohungen und Einschüchterungstaktiken eskalierte, bis sie schließlich veranlassten, ihn aus der Gemeinschaft auszuschließen. Er wurde gemieden, weil er die Wahrheit gesagt hat. Ein zunehmend vertrautes Szenario, nicht wahr? Was wir, du und ich, daraus lernen können, ist, dass das Eintreten für Christus und die Verkündigung der Wahrheit zu Verfolgung führen wird. Aber wen kümmert das schon? Lasst uns nicht aufgeben. Das gefällt nur Satan. Abschließend möchte ich euch diese Worte des Apostel Johannes ans Herz legen. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist ein Kind Gottes geworden. Und jeder, der den Vater liebt, liebt auch seine Kinder. Wir wissen, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Gott zu lieben bedeutet, seine Gebote zu halten. Und seine Gebote sind nicht beschwerlich, denn jedes Kind Gottes besiegt diese böse Welt. Und diesen Sieg erringen wir durch unseren Glauben. Und wer kann diesen Kampf gegen die Welt gewinnen? Nur die, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. 1. Johannes 5, 1-5 NLT.
Vielen Dank. Thank you.